Und damit willkommen zu Let's Play Super Mario Maker. Mein Name ist Domtendo für diejenigen, die mich noch nicht kennen sollten. Und wir schauen uns heute den Level-Editor Super Mario Maker, welcher exklusiv für Nintendo Wii U am 11. September 2015 erscheint, genauer an. Allerdings im Offline-Modus, das heißt, wir bauen und spielen ein bisschen. Wenn dann jeder das Game hat, dann geht richtig der Punk ab, denn dann startet das zweite, größere und epischere Mario Maker Let's Play, nämlich das Community-Projekt. Heißt, ihr baut für mich Level und ich zock sie dann. Das Ganze wird dann noch schön dramatisiert mit Facecam und so. Boah, das wird einfach nur episch. Ihr seht also, falls ihr neu sein solltet, abonnieren lohnt sich. Baut mir doch auch einfach mal ein Level. Ich freue mich auf euch. Jetzt schauen wir uns aber, wie gesagt, den Level-Editor mal genauer an und ich glaube, bei diesem Level stimmt irgendetwas nicht. Ups, dieser Level scheint noch nicht fertig zu sein. Vielleicht kannst du dem Baumeister bei der Vollendung helfen? Ja, Moment, ich ziehe nur kurz meinen Helm an. So, okay, dann kann's losgehen. Natürlich habe ich mich schon mit dem Spiel auseinandergesetzt, auf der E3, auf der Gamescom, aber auch mit dieser Review-Copy. Deswegen denke und hoffe ich, dass ich euch das Ganze gut erklären kann. Aber es gibt sowieso ein Tutorial und das müssen wir jetzt durchspielen. Platziere die Elemente wie auf dem Bildschirm gezeigt. Fehler kannst du mit dem Radiergummi ausbessern. Ja, das heißt, da habe ich einen Fehler gemacht und dann kann ich das mit dem Radiergummi wieder wegmachen. Was wir machen sollen, ist klar beschrieben. Wir sollen diesen Brick hier hinsetzen und einen Fragezeichenblock hierhin und dahin. Aber das war's noch nicht. Wir können nämlich auch einen Pilz packen und den dann hier in diesen Fragezeichenblock verstecken. Natürlich könnt ihr in Super Mario Maker auch viele Dinge machen, die in normalen Mario Games nicht möglich waren, aber dazu kommen wir später. Jetzt müssen wir halt erstmal Schritt für Schritt die einzelnen Schritte durchgehen. Das Ganze wird dann auch zunehmend komplizierter, aber jetzt fängt man halt wirklich mit den Basics an. Auch in die Röhren kann man eben irgendwelche Gegner oder Gegenstände reintun und dann kommen die da raus, so wie man es kennt. Die Größe der Röhre kann man einstellen, aber ich mache jetzt einfach mal alles genauso, wie es das Tutorial verlangt. Hier kann man Brick hin tun und dann eine Münze rein, damit Mario da mehrere Münzen rausbekommt. Falls ihr das alles jetzt noch nicht ganz verstanden habt, dann wartet ab. Wir müssen das Spiel, das Level dann am Ende sowieso noch spielen. Es gibt viele verschiedene Elemente, wie eben auch dieses Trampolin hier. Aber das meiste muss man erst freischalten. Also normalerweise wäre hier oben rechts so ein Pfeil mit weiteren Elementen, aber wir haben hier beim Tutorial halt noch nicht so viel zur Auswahl. Elemente schütteln. Berühre und halte einen Koopa, dann schüttle ihn hin und her. Ja, nicht nur einen Koopa, das gibt es bei vielen Gegnern und Elementen, dass was passiert, wenn man die schüttelt. Beim Koopa zum Beispiel ist es so, dass der dann seine Farbe ändert und das ist ziemlich wichtig, denn ein grüner Koopa, der läuft ja, fällt dann runter und kommt mir entgegen. Aber ein roter, der läuft immer hin und her. Der bleibt also auf der Ebene, auf der ich ihn platziere. So, damit er stehen kann, gibt es aber noch ein paar Blöcke. Ne? Er ist ja kein Para-Koopa. Etwas, was es früher nicht gab, zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, ist das hier. Also ihr könnt mehrere Gegner aufeinander platzieren und dann so einen Gegnerturm erschaffen. Das ist ziemlich cool. Kann aber auch sehr gefährlich für Mario werden. Ja, und was ich noch gar nicht erwähnt habe, ist, ihr müsst nicht Block für Block platzieren. Es reicht, wenn ihr einen setzt und dann einfach zeichnet, wie ihr euch das Level vorstellt. Sollten Fehler passieren, könnt ihr die ja einfach mit dem Radiergummi wieder wegmachen. So geht's halt schneller und macht auch mehr Spaß, wie ich finde. Mit dem rechten Analogstick bewegt ihr euch auf dem Screen. Was? Ist der Level jetzt fertig? Du solltest zum Start zurückkehren und ihn Probe spielen. Nein, er ist nicht fertig. Hallo? Er ist nicht fertig, da fehlt doch noch ein Para-Koopa. Es ist spieldumm. Okay, ich habe das Tutorial eigentlich noch nicht beendet, aber anscheinend ist der Para-Koopa egal. Der hat noch nicht die Lizenz bekommen. Na gut. Berühre spielen und schon geht es los. Probiere aus, ob du den Level nun abschließen kannst. Ja, aber mit Sicherheit. So, und das, was wir eben erstellt haben, das können wir jetzt zocken. Sieht natürlich fast so aus wie das allererste Level aus Super Mario Bros. Aber auch nur fast. Hier sind die Münzen drin, die ich da in den Block platziert habe. Das ist immer so cool, weil man baut etwas, kann sich das dann aber vielleicht noch nicht hundertprozentig vorstellen und dann, wenn man es selbst zockt, dann gibt es diesen Ah-Effekt. Man
kann natürlich auch während des Bauens immer mal wieder ins Spiel wechseln und so dann überprüfen, ob das, was man gebaut hat, überhaupt funktioniert. Aber dazu kommen wir noch. Super, du hast es geschafft, obwohl noch ein Paracooper gefehlt hat. Und? Wie gefällt dir der Level? Naja, ist halt ein bisschen Standard, ne? Vergiss nicht, ihn beim Speicherbot zu sichern. Naja gut, ob der jetzt so episch war, dass ich ihn speichern will, weiß ich nicht, aber ich werde ja sowieso gezwungen hier. Dann machen wir das auch einfach mal. Speicherbot. Ja, hier kommen alle Level hin, die ihr erstellt habt und die ihr auch behalten wollt. Ihr seht, ihr könnt eine Menge speichern. Bis zu Welt 30. Und pro Welt sind 4 Level möglich. Ja, da das jetzt ein sehr, sehr einfacher Level war, kommt er auf den allerersten Slot. Anschließend muss er noch einen Namen bekommen. Ich denke mir da kurz mal einen aus. Noob-Level? Keine Ahnung. Ja, machen wir mal Noob-Level. Und schon ist das Ding gespeichert. Aber natürlich war es das noch nicht mit dem Tutorial. Es sind 3 neue Schaltflächen erschienen. Ja, jetzt wird es schon epischer. Denn falls ihr euch bislang gedacht hattet, das sieht ja so ein bisschen oldschool aus, gefällt mir nicht so. Dann habe ich hier noch diesen Grafikstil. Der modernste New Super Mario Bros. U Grafikstil von der Wii U. Es gibt noch mindestens 2 weitere, nämlich Super Mario Bros. 3 und Super Mario World. Die muss man allerdings erst freischalten. Jetzt stehen dir alle grundlegenden Elemente zur Verfügung, die du zum Bauen von Leveln benötigst. Probiere verschiedene Kombinationen aus und lass deiner Fantasie freien Lauf. Ja, das werde ich tun. Hier unten ist auch noch eine Schaltfläche erschienen. Und bei der könnt ihr das Levelthema ändern. Wir haben jetzt hier gerade ganz normales Grasland. Aber ich habe jetzt auch noch hier den Untergrund bekommen. Ist doch viel cooler, oder? Selbstverständlich gibt es da auch mehrere Auswahlmöglichkeiten. Die müssen aber wiederum freigeschaltet werden. So, jetzt weiß ich gar nicht, was das Game von mir will. Muss ich jetzt einfach irgendein Level bauen, oder? Weil das kann es ja noch nicht gewesen sein von dem Tutorial. Oder doch? Ja gut, hier. Das Hauptmenü ist nun verfügbar. Dort kannst du zu anderen Modi wechseln oder die Anleitung ansehen. Ah, okay. Dann gehen wir doch mal ins Hauptmenü. Wenn du lernen willst, wie man gute Level baut, solltest du auch viele Level von anderen spielen. In der 10 Mario-Herausforderung und bei den Leveln aus aller Welt findest du sicherlich Inspirationen. Vielleicht sollten wir wirklich mal die 10 Mario-Herausforderung zocken. Das ist, glaube ich, auch das, was ich als erstes gemacht habe. Das ist ganz cool, denn Super Mario Maker hat einige vorgefertigte Level, ich glaube 60 Stück. Und die können wir hier eben zocken. Mit 10 Leben müssen wir 8 Level schaffen. Können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das! Also los. Es gibt auch eine kleine Story. Wobei, das ist vielleicht schon ein bisschen zu viel gesagt. Prinzessin Peach wurde entführt von 2 Goombas und wurde 10 Meter weiter in ein anderes Castle gebracht. Okay. Lächerlich wie eh und je halt. Aber ich glaube, darum soll es auch gar nicht gehen. Dieser Modus dient, denke ich, mehr zur Inspiration. Weil Nintendo hier halt selbst zeigt, was so alles möglich ist. Klar, die ersten Level werden jetzt noch sehr unspektakulär und auch nicht schwierig sein. Aber mit der Zeit denke ich schon, dass wir da mehr gefordert werden und auch das ein oder andere Mal am Staunen sind. Hier beispielsweise wollen sie, glaube ich, dass wir die einfach mal hier anstoßen, damit wir dann ein paar Punkte bekommen. Aber da gibt es halt ein hohes Verletzungsrisiko, weil man ja leider in Super Mario Bros. 1 keine Koopa Shells aufheben kann. Und das ist auch so eine Sache, die man beachten muss, wenn man selbst ein Level baut. Man muss sich immer überlegen, okay, was war damals eigentlich schon möglich? Welche Features gab's? Oh, hi. Danke für den Pilz. Und was ist hier los? Und
So muss man dann sein Level halt drumherum bauen. Beispielsweise muss man eben beachten, dass man in Mario Bros. 1 und 3 noch nicht die Möglichkeit hatte, die Koopa Shells zu benutzen. Oder es gab auch keinen Spin Jump, den es dann wiederum in Mario World und in New Super Mario Bros. U schon gibt. Und mit dem Spin Jump kann man ja auf Twomps beispielsweise spinnen und so. Ja, das muss man alles beachten und so sein Level dann aufbauen. Gut, der erste Level, den Nintendo hier reingeknallt hat, war ja schon mal ganz nett, aber jetzt auch nichts Besonderes. An den zweiten kann ich mich erinnern, der ist schon cooler. Vor allem, weil es auch total cool aussieht, so mit den Häusern in diesem Dorf. Aber das Ganze soll ein Labyrinth darstellen. Wir müssen immer die richtige Tür finden. Wenn ich mich richtig erinnere, dann ist es immer die rechte. Dann kommt man irgendwann nach draußen und kann auf den Dächern spazieren, ähnlich wie der Weihnachtsmann. So. Du bist aber nicht der Weihnachtsmann, deswegen hau ab und lass mich durch. Ich muss auch ein bisschen aufpassen, dass ich nicht versehentlich irgendwas zeige, was man nicht zeigen darf. Weil ich habe schon von anderen gehört, Obacht! Manche Dinge schaltet man einfach so frei, ohne es zu wissen. Und dann habe ich natürlich ein Problem. Sollte das der Fall sein, dann muss ich halt gewisse Dinge rausschneiden oder irgendwie abblenden mit irgendwas. Keine Ahnung. Ich hoffe mal nicht, dass es dazu kommen wird. Aber ja, Regeln sind halt Regeln, ne? An und für sich dürfen wir aber ziemlich viel zeigen, also ihr könnt euch schon auf einige Parts freuen und vielleicht sogar den ein oder anderen Livestream. Ja, das alles noch vor dem 11. September. Aber richtig cool wird's halt dann erst, wenn ihr das Game auch habt, weil wir dann dieses Community-Projekt starten werden. Was man da beachten muss und so, das wird auch noch kommen, wahrscheinlich im ersten Part von dem großen Online-Let's Play. Da werde ich euch das dann alles erklären, wie ihr das zu machen habt. Gut, dieses Level war jetzt ein Remix. Das bedeutet, es wurde etwas verändert im Vergleich zum Original. Mir ist jetzt nicht so viel aufgefallen. Nichts Besonderes im Prinzip. Aber ich glaube, damit wollen sie bloß sagen, hey, ihr könnt auch bestehende Level aus Super Mario Spielen nachbauen und die dann je nachdem, wie ihr sie haben wollt, verändern. Und das ist schon eine ziemlich coole Idee eigentlich, oder? So, das hier kann man jetzt als die erste Challenge betrachten. Wir müssen durch den Buhu-Kreis. Und das ist gar nicht mal so einfach, weil die da oben etwas aggressiv werden, aber es hat geklappt. Puh. Kurzer, aber in Anführungsstrichen fordernder Level. Das, glaube ich, sollte versinnbildlichen, dass ein gutes Level nicht ewig lang sein muss. Es reicht auch, wenn es ein, zwei, drei kleinere Challenges hat. Ah, jetzt kommt was Lustiges, denn hier müssen wir absolut gar nichts machen, außer nach rechts laufen. Nur gucken und genießen, denn das ist ein ziemlich genialer Aufbau, dieses Level hier. Gut, wir können sterben. Das ist aber auch alles. Sollte aber nicht passieren. Deswegen hier schnell vorbei und den P-Switch verfolgen. Wir müssen wirklich nichts machen. Er kommt von ganz von alleine zu uns. Natürlich am Ende kurz aktivieren, damit wir das Ziel erreichen. Logisch. Ja, auch solche Level könnt ihr bauen, wo man nur guckt und nichts machen muss, außer nach rechts laufen. Und dann wiederum gibt es noch extremere Level dieser Art, wo man sich noch nicht mal bewegen darf. Und wenn man es doch tut, dann stirbt man. Versteht ihr jetzt vielleicht nicht, werdet ihr aber noch sehen. So, was haben wir denn hier jetzt Tolles? Ein Super Mario World Level. Die gefallen mir irgendwie am besten. Ich habe ja selber auch schon Level erstellt und hochgeladen. Die zeige ich euch einfach später irgendwann mal in einem anderen Part. Die sind auch ziemlich schwierig. Und die meisten davon sind im Super Mario World Stil gehalten. Ich weiß gar nicht mal, woran das liegt. Und nein, es liegt nicht daran, dass Super Mario World so das typische Hack-Mario-Game ist. Weil für diejenigen, die es nicht wissen, Mario World wurde wirklich totgehackt. Da gibt es so viele verschiedene Varianten und Spiele davon. Daran liegt es nicht, weil ich habe das selbst eigentlich nie gemacht und auch
nichts davon gespielt, außer Super Mario Bros. X, aber das ist ja nicht nur Mario World. Ich glaube, es liegt eher daran, weil ich mit Mario World so viel verbinde. Es ist mein erstes Mario-Spiel gewesen. Und ich denke, dass das so ein bisschen mit der Emotionalität zusammenhängt. Dieses Level hier soll die Geräusche vorstellen. Ihr habt es da vielleicht gesehen, an gewissen Stellen ist ein Regenbogen aufgetaucht oder es gab ein Feuerwerk. Das kann man auch freischalten und dann kann man da verschiedene Geräusche setzen. Werdet ihr alles noch in den kommenden Parts sehen. Ist halt ein bisschen doof, dass wir jetzt hier ein klein wenig gespoilert werden mit diesen Leveln hier. Aber ich dachte mir, es wäre ganz unterhaltsam, wenn wir das Tutorial durchspielen und dann vielleicht die ersten 10 vorgefertigten Level zocken. Im nächsten Part werden wir dann schon weitere Elemente zum Bauen haben. Und... ach, bin ich blöd. Ich habe gerade den Waschbär verkackt. Ah, schade. Sonst hätten wir da hochfliegen können. Nee, ist jetzt auch nicht so schlimm. Oder gibt's hier noch einen? Ja, für Oberdullis gibt's noch einen. Dankeschön, sehr nett. Waschbäranzug kennt ja jeder, ne? Damit kann man fliegen und diese Schwanzattacke ausführen. Aber das Level ist so kurz, deswegen lohnt es sich gar nicht. War auch ein Remix von dem allerersten Level von Super Mario Bros. 3. Wo war ich gerade? Genau, im nächsten Part werden wir neue Elemente haben. Dann kann ich euch die kurz zeigen. Und dann spielen wir wohl auch schon die nächsten 10 vorgefertigten Level. Aber jetzt kommt erstmal eine Challenge, nämlich der Remix von Welt 1-4 aus dem originalen Super Mario Bros. Sprich, das erste Castle, aber halt schwieriger. Ich habe das jetzt gar nicht im Kopf, deswegen kann ich nicht sagen, was alles verändert wurde, aber ich glaube, so viele Feuerbalken waren da nicht. Oder wie nennt man die Dinger eigentlich? Feuersticks. Aber was weiß ich. Ah, nein, trifft mich nicht. Wow, das war knapp. Die Cappy von Mario hat schon gebrannt, aber egal. Oh, was ist denn das? Ein spezieller Pilz! Und damit verwandelt sich Mario dann in eine Amiibo-Gestalt. In diesem Fall Bowser. Jetzt bloß nicht sterben, weil wenn man als Bowser das Ganze schafft, wird Toad eine besondere Reaktion zeigen. Es gibt sehr, sehr viele Amiibo-Kostüme. Also im Prinzip könnt ihr, glaube ich, alle oder sogar noch mehr Amiibos verwenden, als bislang auf dem Markt sind. Also das Spiel hat auf jeden Fall eine sehr, sehr krasse Amiibo-Unterstützung. Allerdings funktioniert dieser Pilz nur im Super Mario Bros-Stil, also in dieser Oldschool-Grafik. Bowser! Ah! Peach ist in einem anderen Castle, dachte ich. Dum dum dum. Die typische Nachricht mit The Princess is in another Castle. Was ist denn das eigentlich? Nyan Cat-Verschnitt oder was? Herzlichen Glückwunsch zum Bewältigen der 10 Mario-Herausforderungen. Es gibt viele verschiedene Level, darunter einige ziemlich verrückte. Es lohnt sich also, es immer wieder zu versuchen. Jupp, werden wir im nächsten Part tun, dann wird's auch schwieriger und vielseitiger. Ebenfalls im nächsten Part zeige ich euch dann, wie man die meisten Elemente schnell freischalten kann. Das war's mit der ersten Folge, ich freue mich auf die nächste. Wenn ihr es auch tut, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und danke fürs Zusehen. Tschüss! Thank you.